Verdächtig, der Spaß ist vorbei. Warum ist der Spaß vorbei? Aus vielen, vielen Gründen. Insbesondere, weil ich gerade die letzte Nachricht von Bodo Schäffmann gehört habe über den zweiten Tod eines Kindes, welches dadurch gestorben ist, dass es eine Maske tragen musste. Deswegen lege ich jetzt mal 5 Sekunden Pause ein, damit Sie drüber nachdenken können. Okay, das war eine kurze Pause. Dafür sollte man eine Gedenkminute einlegen. Im Bundestag und an anderer Stelle, in jeder Schule, sofort. Übermorgen ist wieder Montag. Und ich möchte jedem Schulleiter empfehlen, darüber nachzudenken, ob er diese Gedenkminute nicht ansetzt. Für gestorbene Kinder, die unter der Maskendiktatur zu leiden hatten. So, und jetzt komme ich wieder zu meinem eigenen Thema. Verdächtig. Ich bin der Angehörige eines eigentlich Corona-Verdächtigen. Ich habe inzwischen selbst einen Test machen lassen und mein Test ist negativ. Der Angehörige hat seit Montag warten müssen auf seinen Test und er ist gestern erfolgt. Auf eine Art und Weise, wie Sie es sich nicht vorstellen können. Nachdem er jetzt also fast eine komplette Woche im Hausknast verbracht hat, meldet sich das Gesundheitsamt telefonisch und teilt ihm mit, die würden gerne vorbeikommen, wie es ihm denn ginge. Er sagte, naja, die Symptome haben schon ein bisschen nachgelassen, sein Fieber ist weg, seine Kopfschmerzen sind ein bisschen weniger, sein fehlender Geschmackssinn, der ist jetzt immer noch nicht wieder ganz da. Nun gut, das Gesundheitsamt ist dann gekommen an die Tür, hat ihm einen Becher überreicht mit dem Stäbchen, dass er sich selbst testen kann. Er ist dann ins Bad gegangen, hat einen Abstrich an seinem Hals gemacht, so, ne, wie man es halt macht. Wie man es so aus der Presse kennt, ne? Wie man so fachmännisch instruiert wird, wie man das denn so zu machen hat. Und als Laie wird man auch mit Sicherheit die richtigen Stellen im Hals treffen, nicht wahr? Also, diesen Test hat er dann dem Gesundheitsamt an der Haustür wieder übergeben. Und die sind dann gegangen. Und sie haben gesagt, seine Quarantänezeit wird jetzt verkürzt und er darf Montag wieder in den Betrieb gehen. Hä? Was? Wie? Steht das Testergebnis schon fest oder was? Ist das eine Verharmlosung von Corona, was das Gesundheitsamt da betreibt? Das Gesundheitsamt selbst ist nicht in irgendwelcher Schutzkleidung aufgetreten, wie Sie sie aus dem Fernsehen kennen. Nein. So wie Sie und ich, ja, sind hier an die Haustür gekommen. Und das war's dann. Sie können sich Ihre eigenen Gedanken machen, was da gerade abgeht. Es ist das dümmste, gefährlichste, brutalste Verbrechen an der Menschheit, was wir seit langem gesehen haben. Was ich davon halte, habe ich bereits in mehreren Videos gesagt. Und ich hoffe, Sie kommen zum gleichen Schluss. Das ist filmreif. Absolut filmreif. Die absolute Katastrophe. Undenkbar. Und ich hoffe, dass Sie jetzt wirklich zu jeder Demonstration hingehen, um diesen Maskenunsinn zu beenden. Dankeschön. Und denken Sie an die Gedenkminute für die toten Kinder am Montag, bitte.